Hallo meine Damen und Herren, es ist wieder Zeit für dein Super Mario 64. Auch wenn lange Zeit nichts davon kam, es ist sehr schade, dass diese Anfangssequenz nicht rausgepatcht wurde. Denn wir haben ja die Möglichkeit, um das zu beschleunigen, also machen wir das gerade. Ja, es kam lange nichts. Nennt es Faulheit, nennt es Unlust, ich weiß nicht genau, was man es genau nennen möchte. Wetten, dass die Lakito... Ja, natürlich kommt Lakito hier. Ja, auf jeden Fall haben wir hier den ersten Hack eines neuen SM64-Hackers. Ich lese kurz, während wir hier uns durch den Graben durcharbeiten müssen, die Readme-Datei kurz vor. Die hängt jetzt so leicht im Bild, das passt schon irgendwie. Ja, ich kann trotzdem weitersprechen. Hallo, so rufen! Was du gleich spielen willst, ist mein erster Hack. Geplant war eigentlich eine neue Overworld, leider habe ich das mit den Warps nicht richtig verstanden. Kein Ding, macht nichts. Also muss ich leider auf die Overworld verzichten. Du findest mein Level in Bob-Oms Bob-Berg, dort befinden sich 6 Sterne plus ein Lebensstern. Stay-Sales werden eventuell finden sein, also greife darauf zurück, von dir du Lust verlierst. Mach ich. Ich habe das Level auf Fehler abgesucht und nichts gefunden. Das sehen wir gleich. Über eine Bewertung würde ich mich freuen. Ich guck mal, was ich dazu sage. Viel Spaß mit dem Hack, mit freundlichen Grüßen. Epsilon Yannick. Ja, okay. Der Dschungeltempel. Oh, das ist diese besondere Schrift da, die ist ganz nett. Der Stern im Keller. Ja gut, ist, obwohl am Anfang die Sequenz nicht rausgepatcht war, verspricht das doch schon mal. Ganz gut, mir gefällt die Bodentextur dazu. Okay. Das erinnert mich sehr stark an viele bizarre Filme, die ich in letzter Zeit geschaut habe. Sind das Löcher oder gehört das einfach zur Textur? Das scheint zur Textur zu gehören. Ja, das gehört zur Textur. Dieser Hack gefällt mir jetzt schon. Einfach nur wegen der Farbgebung. Ich weiß, das sind verzerrte Grafiken, dass das eigentlich nicht so gut ist, aber mir gefällt das jetzt schon richtig gut. Nebenbei, mein Sessel kann wippen. Das ist gut für die Aufnahme. Ändern wir das. So, jetzt bin ich vorbereitet. Ja, hier sind Schmetterlinge am Anfang. Die wurden selbst eingefügt. Mir gefällt die Ästhetik. Hier ist nicht nur ein Viereck. Obwohl das der erste Hack von dieser Person ist. Wollen wir mal schauen. Ich bin gespannt. Das sieht gut aus. Das sind aber Wände, ne? Okay, gut, da oben ist nichts, aber das gefällt mir. Oh, Moment. Eine Sache, die ich gerade hervorheben möchte. Seht ihr in der Optik, dass das hier eine leichte Kurve ist? Junge, Y, Yannick, ich bin beeindruckt. Dafür, dass das dein allererster Hack ist, ist das schon mal richtig bombastisch hier. Ich bin nicht ganz einverstanden damit, dass dieses Grün da so an diesem Schwarz, das passt nicht so ganz, aber ansonsten, ne? Das sieht Bombe aus hier am Anfang schon, also für den ersten Hack zumindest, ne? Vielleicht bin ich einfach nur gerade viel überraschter und begeisterter hiervon, weil ich seit Ewigkeiten keine Mario 64 mehr gespielt habe. Aber gehen wir einfach mal davon aus, es ist der Fakt, dass das tatsächlich gut ist für den ersten Hack. Na gut, ich kann hier stehen, okay, ich war besorgt, ob das funktioniert, aber es geht. Okay, cool. Die roten Münzen sind intelligent und sinnvoll versteckt. Eine leichte Schwierigkeit ergibt sich beim Einsammeln der roten Münzen. Das Hochkommen soll auch geübt sein. Es klappt gerade nicht so ganz. Wie gesagt, verzeiht mir, wenn irgendwas nicht so flüssig läuft, wie sonst immer der Fall war. Es ist schon länger her, dass ich Mario 64 Hex gespielt habe. Ändert aber nichts, dass wir trotzdem unseren Spaß hierbei haben werden. Oh, super. Ich mag es, dass da nicht noch eine weitere rote Münze ist, weil das wäre eintönig. Super. Ich komme aus dem Staunen gar nicht mehr raus. Ich habe vor kurzem wieder ein paar Mario 64 gesehen und die Varietät, die man in Mario 64 haben kann, wenn man sich ein paar Herausforderungen auferlegt. Und ich habe mir gedacht, Junge, du könntest mal wieder, ne? Ich habe wieder Lust bekommen. Warte, Stammwörter geht anders. Ich habe so viele Spiele gespielt, wo Stammwörter geil wäre auf B, deswegen wollte ich gerade da ein B drücken dafür. Und deswegen sind wir jetzt hier. Ich habe jetzt so ungefähr eine halbe Stunde benutzt, eine halbe Stunde gebraucht, um wieder meine ganzen Mario 64 Hacks für dieses Format hier zusammenzureihen, ein bisschen anzupassen. Ach, nicht anpassen, aber um den Kram ordentlich zu sortieren, damit ich weiß, was ich schon gespielt habe und was nicht. Und ich hoffe, ich habe jetzt keinen Hack vergessen. Es kann sein, dass ich jetzt beim Durchstöbern vom Postfach ein paar Hacks übersehen habe. Höchstens eine, schätze ich mal. Aber
Vielleicht habe ich was vergessen. In dem Fall bitte ich, dass man mir den Kram nochmal... Oh, da komme ich her. Dass man mir den Kram nochmal neu zusendet. Ich kann mir vorstellen, dass einige Leute, die damals Hex eingesendet haben, beim letzten Mal, wo ich den Kram gemacht habe, dass sie hier gar nicht mehr zuschauen. Insofern werden wir diese Hex nie zu sehen bekommen. Aber es soll gesagt sein, dass ich eine RAR-Datei hatte. Oder war es ein ZIP? Ich sehe es gerade nicht auf dem Desktop, da steht der Name, aber die Endung fehlt. Ich mache gerade ein Safe-City nur für den Fall, dass ich hier runterfalle. Oh ne, klappt eigentlich. Oh, Feuer. Ah, die Feuerbälle müssen ein bisschen näher an die Plattform. Aber macht nichts. Es reicht zur Abschreckung, ne? Es reicht zur Abschreckung. Nee, die Feuerspawner ein bisschen mehr zur Mitte, dass das Feuer auch tatsächlich Mario treffen kann. Und wie gesagt, von Mr. Freeze ist das. Ich glaube, für Mr. Freeze hatten wir schon mehrere Level gesehen. Ich kann deine ZIP-Datei, deine RAR-Datei nicht öffnen von deinem neuesten Level. Oh, ich werde in die Richtung gezogen, warum auch immer. Wäre nett, wenn du mir das nochmal neu zusenden könntest, falls du zuschaust. Und generell, dieser Appell gilt für alle, warum sterbe ich da dauernd? Wenn ihr irgendeinen Hack jetzt vermisst, den ich noch nicht gezeigt habe, oder generell einfach, wenn ihr... Zur Sicherheit schickt einfach jeden Gramm zur Sicherheit einfach nochmal an mich, falls ihr irgendwas vermisst. Ich bin kein perfekter Mensch, ich bin weit davon entfernt. Ist gut möglich, dass ich Gramm übersehen, vergessen habe, gelöscht habe, was auch immer. Wir spielen aber auf jeden Fall das mal diesen bombastischen ersten Hack von einer Person namens Y, von der ich leider nicht den YouTube-Kanal habe, aber vielleicht macht das ja nicht so viel. Der hat sogar daran gedacht, hier unten was einzubauen, wo der Sand herkommt, wo er abfließt, was auch immer. Ich finde das gerade genial. Das ist deutlich besser als viele andere Hacks. Gut, das klingt vielleicht gerade böse, aber das ist deutlich besser hier als einige Hacks, die wir im Verlauf dieser Serie schon hatten, die von mehreren Leuten gemacht worden sind, die schon mehrere Hacks gemacht hatten, mehrere Level. Also, wie gesagt, Hut ab, falls du das hier siehst, das ist gut. Möglichkeit besteht natürlich, dass die Person halt nicht mal mehr zuschaut, weil es schon mittlerweile ewig her ist. Ich weiß nicht, ob das so gewollt ist mit diesem Teil, aber falls es so gewollt war, dass man... Huch, wo kommt der denn her? Falls es gewollt war, dass man den Typen als Sprungbrett quasi benutzen soll, dann gut, das gefiel mir gerade. Das gefiel mir nicht, aber ich bin selbst daran schuld. Ja, generell halt, das soll ja keine, die Feuerkugel ist gut platziert. Das soll ja kein Test meines Können sein. Ich mache hier einfach selbst jetzt ab und zu, damit man halbwegs vorankommt. Ich kann die Kamera gerade nicht so gut drehen. Gucken wir mal, ob das... Nee, die Kamera lässt sich gerade nicht so gut drehen, deswegen kann ich auch nicht so gut da hinten hinschauen. Hätte ich ein bisschen mehr Zeit... Ah, doch, habe ich. Dann... Genau, kann ich sowas hier machen. Okay. Oh, das ist ein Stern. Ah, ich hatte schon fast 100 Münzen. Egal, was soll's. Ich denke, ihr könnt euch vorstellen, wie viel Arbeit es war, diesen ganzen Gramm hier wieder halbwegs ordentlich aufzureihen. Ich meine, wie lange ist das letzte Video von dieser Reihe her? Lange, ne? Lange. Ziemlich lange. Aber egal, gerade zu dem Raum hier, scrollende Texturen gibt es mittlerweile Mario 64, aber ich mache dir gar keinen Vorwurf, wenn du das nicht kannst oder hier einfach nicht gemacht hast. Ich kann es auch nicht. Ich habe einmal versucht, scrollende Texturen einzubauen und ich habe mich danach geschämt, weil es nicht funktioniert hat. Da denkt man, man hat Ahnung von so einem Kram und kriegt es einfach nicht hin, ne? Aber warte, hier war ich gerade, ne? Hier war ich gerade. Da hinten zwar ein Stern, aber da komme ich dann nicht so direkt hin. Okay, gehen wir woanders lang. Ja, also wie gesagt, scrollende Texturen sind cool. Wenn es nicht klappt, auch kein Ding. Ist kein Muss. Okay, noch einmal mit dem Beispiel probieren. Aber natürlich sehen die scrollenden Texturen für den Treppstand vor einem Eingang natürlich sehr schön aus. Es wäre eindrucksvoll. Ich wollte jetzt impressiv sagen, aber ich bin mir ziemlich sicher, wenn ich impressiv sage, ist das nur ein eingedeutschtes englisches Wort. Ah, nee, warte, stopp, hier bin ich runtergegangen. Ne? Die Räume sehen teilweise recht ähnlich aus, sage ich mal. Das muss aber nicht schlecht sein. Es kann auch gut sein. Ein bisschen Verwirrung stiften. Ich meine, das ist immerhin hier... der Dschungeltempel und ein Tempel darf ruhig ein bisschen verwirrend sein. Ich meine... Oh, hast du hier vergessen, die... Ich glaube, die Wände sind nicht ganz am Boden hier, ne? Ja, gut, da müsstest du vielleicht mal kurz rangehen. So ein kleiner blauer Streifen. Ja, ist nicht so schlimm, aber man kann ein bisschen durch die Wand halt gucken. Ja, ne, ist okay, dass man bei einem Waldtempel ein bisschen, sich nicht mehr zurechtfindet. Ach so, ich glaube, die Löcher in der Textur sind dafür da, um zu verdeutlichen, dass hinter diesen Waldwänden mehr Wald ist. Ich glaube, das ist absichtlich mit den schwarzen Löchern.
Junge, Junge, ich bin begeistert von diesem Hack hier. Für die allererste Arbeit mit dem Mario 64 Hacking Tools ist das gerade sehr gut. Also, ich kann mich nicht beklagen. Gibt da wirklich wenig, was ich hier groß bemängeln könnte. Level Design ist okay, ist nichts irgendwie zu Schwieriges oder so. Nichts, was irgendwie nicht ins Konzept passt. Funktionierende Dinge. Die Texturen sind, mir gefällt die Farbgebung und sowas. Das ist eigentlich recht gut, ne? Gibt es nichts, was ich jetzt groß bemängeln würde? Ist eigentlich alles cool. Oh, stopp, das hätte ich nicht machen sollen. Das hätte ich nicht machen sollen. Egal, ich habe ja 8 Leben. Also kann ich mir sowas sehr erlauben. Also ich hoffe, Epsilon, du siehst das, oder Epsilon, wie auch immer dein Name aussprechen soll. Ich bin begeistert. Mehr wäre toll. Würde mich freuen. Wenn du Hilfe beim Hacken brauchst, komm auf mich zu. Oder am besten zu Leuten, also sprich besser Leute an, die Ahnung hiervon haben. Zum Beispiel Purdude oder andere Leute, weil, da geht's auch runter, ne? Weil, ich weiß zwar prinzipiell, wie Hacking geht, aber ich würde mich jetzt nicht als Meister bezeichnen. Ich habe mal Level erstellt, aber mehr als das habe ich nicht gemacht. Also Glück gehabt. Ja, die Feuerkugel ein bisschen mehr vielleicht auf die Plattform. Weil ich würde gerne mehr Level von dir sehen. Das ist ja toll. Also ich finde das gerade wirklich sehr gut. Und ich glaube auch nicht, dass ich einfach hier nur gerade geblendet bin von meiner Abwesenheit von Mario 64 Hex. Glaube ich nicht so wirklich. Ich hoffe nebenbei, dass das meiste hier noch funktioniert, tontechnisch und qualitätstechnisch und sowas. Weil, ich denke, man baut sich über die Jahre hinweg ja so eine Art Qualitätsstandard auf. Und, ich hoffe, das erfülle ich hier gerade noch so halbwegs. Oh, super, hier an der Kante festgehalten, an der Lettke. Und ich habe gerade einen kleinen Witz, eine Referenz gemacht, die niemand außer mir verstehen wird, außer ich habe gewisse Zuschauer, was ich nicht glaube. Viel Spaß zum Herausfinden, was das gerade war. Okay. Mach hier gerade mal ein Safe-State für den Fall, dass ich hier irgendwie dran sterbe. Ich meine zuerst, müsste klappen. Wunderbar. Ne, wie gesagt, Farbgebung vom Level finde ich gut. Gegnerplatzierung ist auch wunderschön, nur die paar Feuerkugeln sind leicht falsch platziert, sage ich mal, weil sie keine Bedrohung darstellen. Ich meine, klar, es muss nicht alles tot, ernst und schlimm sein und tödlich sein und so, aber so wie sie platziert sind, sieht es aus, als wären die ganzen Feuerspawner gedacht gewesen, einen zu töten. Und das tun sie halt jetzt nicht, weil sie etwas zu weit entfernt sind. Gut, da habe ich mich gerade noch so retten können. Wenn ich hier generell ohne Safe-Sets spielen würde, verdammt, dann wäre das gerade eine grandiose Meisterleistung gewesen. Aber leider spiele ich mit Safe-Sets, insofern war das mit dem Retten da gerade nicht ganz so famos. Aber wir sind ja hier im Meister Mario 64 spielen. Wir kennen unsere Tricks und wissen, wie wir vorwärts kommen. Zum Beispiel so. Ich glaube, dass ein Doppelsprung hier wieder nicht reicht, weil die Entfernung ungefähr gleich aussieht. Ich probiere es trotzdem mal. Ja, nee, doch, klappt. Okay. Okay, jetzt geht's da weiter. Hör, ich könnte aber auch in die Richtung gehen für 10 Münzen wahrscheinlich, oder? Okay, gut, Hauptsache ich bin nicht runtergefallen. Nee, aber ist definitiv ein Level, das machbar wäre ohne Safe States. Ich meine, ich nutze jetzt welche, aber es wäre ohne machbar. Wäre ein schöner Schwierigkeitsgrad für ein etwas forderndes Level, wenn man mal ohne Safe States was spielen möchte. Ja doch, wäre ein nettes Level ohne Safe States, wenn man mal eine etwas größere Herausforderung möchte, sage ich mal, für den nicht geübten Spieler. Weil, ja. Ich denke, das ist so. Soll ich einen Wand? Machen wir einen Weitsprung. Ja, die Entfernung war bisher immer gleich. Aber wie sieht es mit der Kamera aus? Wir haben keine so gute Kamera für dieses Level. Dann machen wir es einfach ohne. Ja, ich bringe nochmal zurück. Das war kein guter Sprung. Brauche ein bisschen mehr Geschwindigkeit für den Kram. Sehr schön. Okay, das mache ich am besten mit einem Seitwärtssprung. Halleluja, wir sind oben. Ne, gefällt mir. Schön. Oh, es geht höher. Bisschen Verzweigung hier, ne? Mal gucken, wo es noch lang geht. Hier, ich weiß nicht. Ich mache mal ein Safe State, weil ich nicht genau weiß, wo ich hier lang komme gerade. Ich würde mal tippen, da sind wieder 10 Münzen drin. Wahrscheinlich. Ah, ne, nur 3. Okay, nur 3. Das ist auch okay. Über 3 Münzen kann man sich auch freuen. Ich meine, ob man jetzt 50 Euro oder 30 Euro hat, ist ja eigentlich kein so großer Unterschied.
Es ist immer noch Geld, über das man sich freuen kann, und da sollte ich Wandsprünge machen an den Seiten. Ich mache den Stern aber gerade nicht, weil ich habe das Gefühl, dass an dem Ende hier auch ein Stern sein könnte. Mein Gumba, heute nicht. Die Blöcke würde ich nur vielleicht ein bisschen tiefer platzieren, außer es ist gewollt, dass man extra Aufwand machen muss, um so einen Block zu erreichen. Finde ich aber schön, dass das Level etwas belebt ist. Ah, okay, gut. Das heißt, ich muss jetzt zweimal diesen Weg hier gehen für den einen Stern. Das ist das Einzige, was ich im Level-Design ein bisschen bemängeln würde. Ich muss jetzt außer im nächsten Stern verändert sich irgendwas. Ich muss zweimal diesen etwas komplizierteren, schwierigeren Weg hier gehen für zwei Sterne. Also heißt doppelt machen. Das ist jetzt nicht so schlimm, aber muss nicht sein. Hinter dem Sandwasserfall. Hinter dem Sandwasser? Was? Okay, kann man so nennen. Ich habe immer noch nicht den ersten Stern. Der erste Stern ist der rote Mischer, natürlich, ganz klar. Und da das Level relativ schön ist und auch nicht zu lang, denke ich, können wir den 100. Mischer auch mal machen. Aber ich frage mich gerade, warum ausgerechnet das der Stern hinter dem Sandwasserfall ist. Nur weil das Ding da in der Nähe ist? Wäre nebenbei sehr schön gewesen, wenn der Tempel hier noch um eine Etage höher gehen würde. Aber ist kein Problem, dass das nicht der Fall ist. Ich meine, das Level ist schon lang genug und schön, so wie es ist. Ist schon okay so. Das erste Level muss ja auch nicht bombastisch groß sein. Desto länger man was macht, desto... Wow! Cool. Schön, dass... Das erste Level, das man macht, muss ja nicht gleich kolossal riesig sein. Aber sehr schönes Level, wie gesagt. Kannst du gerne größer machen oder einfach noch mehr Level machen. Würde mich freuen. Okay, gut, dann holen wir uns gerade den letzten Stern. Besten roten Münzen. Und wirklich viel zu sagen, habe ich hier gar nicht. Also, ich meine, du hast ja, falls du diese Videos schaust, gehört, was ich so zu den Level allgemein sage oder zu den Sachen, die hier passiert sind. Aber, gut ab, gutes Level. Bin begeistert. Erfrischend begeistert. Es ist schön, diese Videoreihe mit einem derartig netten Hack zu beginnen, nachdem man so lange nichts gemacht hat. Das ist sehr angenehm. Ich meine, okay, ich habe die Level-Auswahl auch selbst etwas angepasst, verfälscht, nenne ich es mal. Ich hatte einen Hack in meinem Postfach liegen, der von einer Person war, die den früher eingesendet hat. Aber die Person hatte schon mittlerweile, ich glaube, 3 Level oder so eingesendet. Deswegen habe ich das hier vorgezogen. Einfach nur, weil wir hiervon noch nichts gesehen haben. Und neuer Wind ist immer gut. Neuer Wind ist toll. Neue Dinge machen immer Spaß. Insofern habe ich aber das hier mal vorgezogen. Ich denke, das macht nichts. Ich werde gerade auf Discord angeschrieben. Ich weiß nicht genau, ob man das jetzt im Video hört. Ich glaub's nicht. Ich glaube, Windows 10 hat ein Feature eingebaut, dass wenn man irgendwas anhat, was ein Spiel sein könnte. Ich glaube, Emulator zählt auch. Ach verdammt. In Emulator zählt, glaube ich, auch dazu. Dann mutet es Sachen wie Discord. Glaube ich. Ich bin mir da aber gerade nicht sicher. Ah, nee. Nein, man hört's leider. Das mache ich das nächste Mal besser. Gut, okay. Dann machen wir gerade den Rest fertig. Hoffen wir mal, dass die Person auf Discord mich nicht noch weiter belästigt. Und dann, ich meine, es stört jetzt wahrscheinlich keinen, wenn man einmal kurz den Discord-Sound hört, aber... Ne? Es ist, wird keinen stören. Finde aus dem Tempel. Ach so, ah, ich verstehe. Das stand in einer weiteren E-Mail, die mir die Person geschickt hat. Die Sternnamen sind teilweise falsch, also vertauscht worden. Ist jetzt nicht schlimm, aber deswegen heißt das zum Beispiel Finde aus dem Tempel. Das war jetzt der eine Stern, wo wir dann hinten wieder rausgekommen sind, wo wir dann wieder bei der offenen Grasebene waren. Also, dass man das versteht, die Namen sind leicht vertauscht. Aber kein Problem, das ist ein kleiner Fix, den kann man schnell machen. Die Person hat halt einfach nur, also Y, hat einfach den Hack nicht noch ein zweites Mal hochgeladen. Es muss ja auch nicht sein. Also, muss ja wirklich nicht sein. Insofern, ja, ist kein Problem. Ich weiß ja, welcher Stern welcher ist. In der Regel weiß man, dass ein roter Münzstern ist. Und wie es auch richtig ist, ist der rote Münzstern, außer man hat irgendwas Spezielles in seinem Level gemacht, der letzte Stern. Damit man im letzten Stern dazu verleitet wird, gleich die 100 Münzen mitzumachen. Also quasi, damit man das versteht, was ich hier meine, das Leben hätte ich holen müssen. Ja, gut.
Es ist generell gute Praxis, außer man hat irgendwas Sinnvolles. Man darf gerne von der Norm abweichen. Versteht mich nicht falsch, wenn man irgendeinen guten Grund hat, darf man gerne von der Norm abweichen oder was anderes machen. Aber es ist eine schöne Praxis, nenne ich es mal, wenn man in den ersten 5 Sternen den Spieler dazu auffordert, das Level zu erkunden und hier und da ein paar Sterne einzusammeln und dann mit dem letzten, mit dem 6. Stern rote Münzen hat, wenn man überhaupt welche haben will, muss ja auch nicht sein, und dann eben zu den roten Münzen dann eben die 100 Münzen machen kann. Quasi, dass man halt einfach am Ende nochmal den Spieler das ganze Level durchlaufen lässt oder auch einfach nur ankratzen lässt, die einzelnen Wege, um halt nochmal alles zu holen und die 100 Münzen zu holen. Ich denke, das ist gute Praxis hierfür. Und das macht das Level richtig, wie ich finde. Ich glaube aber gerade erst noch einen anderen Weg, bevor ich hier wieder runterspringe, weil ich meine, ich mache auch mal jetzt ein bisschen gewagter hier, damit das ein bisschen schneller geht. Denn ich meine, dass auf diesem Weg auch noch eine rote Münze war. Ja, ich glaube, das ist generell dafür gedacht worden, um gewagter zu sein. Wenn man sich hier lange Zeit lässt, könnte auch das Feuer einen theoretisch erwischen. Und so, oh, hoppala, hoppala. Nee, so nicht. Weg mit dir. Jetzt, wo ich nebenbei gerade dieses Spiel spiele und darüber nachdenke, wie überaus stark Chakias ja eigentlich sind und ich ihre Farbe sehe, aus irgendwelchen Gründen, wahrscheinlich nur, weil ich gerade vorhin auf Twitter wieder ein Thanos-Meme gesehen habe, erinnert mich dieser Chakia an Thanos. Wer das nicht weiß, das ist der Bösewicht aus irgendeinem Avengers-Film mit Superhelden und so. Muss man vielleicht nicht kennen. Auf jeden Fall, das erinnert mich gerade daran wegen der Farbe und weil ein Chakia eigentlich eine sehr große und starke Bedrohung ist. Ich meine, ein Chakia ist... Hut ab, ein Chakia ist der gefährlichste Gegner in ganz Super Mario 64. Ich meine, egal wo du bist, er kann einfach auf der nächsten höheren Ebene auf dich warten und deinen Tod mit sich bringen. Und du siehst ihn nicht mal kommen. Normalerweise kannst du durch schnelles A drücken dich wieder befreien, aber wenn du den Chakia nicht kommen siehst, dann war's das. Dann war's das. Dann bist du tot. Chakia for Smash, ne? Wäre eine gute Idee vielleicht. Ich weiß nicht, wäre das eine gute Idee. Ich habe 4 rote Münzen. Ich weiß nicht, sind das genug? Ich schaue es mir an. Ich finde es gleich raus. War hier unten eine? Ich glaube nicht. Wäre auch ein bisschen doof, wenn da unten eine wäre. Aber ich schaue kurz. Ne, hier unten ist, glaube ich, keine. Das ist auch gut so. Das gefällt mir, dass da unten keine ist, weil das würde erfordern, dass ich mir unnötig viel Mühe mache. Und da hinten geht es zum Ende von dem einen Level, wo ich gerade war. Ne, stopp, warte, wo muss ich eigentlich gerade lang? Genau da muss ich lang, okay. Ne, nicht da, sondern da. Ich bin mir gerade unsicher, wo ich lang gehe. Ja, das ist der falsche Weg schon wieder. Das ist halt ein kleines Problem, das nur ich haben werde wahrscheinlich. Da ich einen sehr schlechten Orientierungssinn habe, finde ich mich hier gerade nicht zurecht. Wenn man sich das Layout der Räume merken würde, könnte man hier leichter durchkommen. Das ist nur ein Problem, das ich habe. Insofern kann man das einfach ignorieren. Das ist keine Kritik. Wenn ich diesem Level tatsächlich eine Note geben müsste, so wie wir das früher immer gemacht hatten, wie auch immer, dann würde ich dem Level wahrscheinlich eine 2 geben, ne? Oder, ja doch, es ist jetzt nichts. Nee, doch, 2. Es ist besser als einige Sachen, denen ich früher eine 2 gegeben hatte. Aber da ich auch oft einfach nur der liebe Märchenonkel war, der einfach zu gute Noten verteilt habe, hatte vieles eine 2, das keine 2 verdient hat wahrscheinlich. Aber so an sich ist eine 2, gutes Level, wenig zu kritisieren, eigentlich ja gar nichts vom Prinzip. Ein sehr angenehmes Spielerlebnis. Könnte ich mehr von vertragen, um ehrlich zu sein. Die Frage ist halt nur, wo ist jetzt die letzte rote Münze, oder? Nee, es sind noch 2 sogar. Ja, macht nichts, vielleicht finden wir die noch. Was ich mal gerade testen möchte, reicht eigentlich? Ja, nee, reicht nicht. Also muss ich dann doch schon sowas hier machen. Ja, das reicht wiederum auch. Ich meine, auch der Seitwärtssprung würde wahrscheinlich reichen, wenn man es richtig macht, aber... Ja, ist ja jetzt egal. Da waren nur gelbe Münzen, die ich eigentlich gar nicht haben möchte. Das heißt, ich kann auch wieder zurückgehen und springe weiter den Turm hinauf. Ich weiß nicht, das ist kein Turm, aber ich gehe einfach hoch.
gibt wirklich wenig zu sagen. Ein sehr schönes Erlebnis. Moment, war ich hier oben schon? Hier ist ein Chakya. Ah doch, hier war ich schon. Okay, ich erinnere mich daran. Ein Chakya ist ein böses Omen. Das heißt, man hat es vielleicht noch nicht gesehen. Ein Chakya ist der Teufel dieses Spiels oder so. Ich weiß nicht. Ich meine, ganz ehrlich, gebt bald in euch. Also, falls ihr Mario 64 irgendwann in eurem Leben mal gespielt habt. Ist ein Chakya nicht das Böseste, das Grauenhafteste, was einem widerfahren kann? Ich lebe jetzt zwar noch, aber trotzdem. Ich habe da ein Safe State gemacht, das ist auch gut so. Gut, dass der Rückwärtssalto nicht funktioniert, das hätte mich geärgert persönlich. Okay, dann müsste aber trotzdem hier irgendwo noch eine rote Münze sein. Ah, da oben, okay. Das erfordert einen weiten Weitsprung. Oh, Moment, gibt es hier nur 7 rote Münzen? Bin ich gerade ganz fett? Ne, es gibt 8 rote Münzen. Dieses Level hat einfach nur 7, glaube ich. Ne, halt, stopp, ich bin blöd. Das war einfach nur der 100-Münz-Stern. Wenn man einfach von sowas schon perplex ist, weil man dieses Spiel zu lange nicht mehr gespielt hat. Gott, bitte verzeiht. Bitte verzeiht. Ja, der rote Münzstern steht noch aus. Hoffe ich, dass er... Okay, ich finde, ich habe die Ruhe. Oh, okay, ich sehe, wo ich die rote Münze vergessen habe. Da ist sie. Bitte verzeiht. Ah, jetzt muss ich wieder zum Anfang zurück. Ja gut, okay, das sollte irgendwie möglich sein. Und halbwegs schnell. Das sollte schon irgendwie machbar sein. Kann ich einfach... Ja doch, ich denke, ich weiß, was ich hier machen kann einfach. Statt dass ich jetzt die einzelnen Räume wieder hochklettere, gehe ich einfach hier rum. Denn ich bin da gar nicht dumm. Nur manchmal, und das selten, oder vielleicht doch ganz oft. Ich gehe einfach hier lang und komme nicht weiter. Machen wir einfach mal Beispiel darüber, dass das geht. Genau, das ist gut, das geht. Nee, aber schönes Level. Ich habe das wahrscheinlich schon oft genug mittlerweile gesagt, aber es ist halt einfach ein schönes Level. Finde ich schön. Und mit diesem schönen Level starten wir diese Videoreihe mal wieder. Wir rufen sie zurück zum Leben. Wenn ihr Hacks habt, wenn ihr welche macht, schickt sie ein. Ich habe noch 1, 2, 3. Also tatsächlich, ich habe noch 3 Sachen hier. Ich habe wahrscheinlich sogar noch mehr. Ne, ich habe mehr. Einige habe ich keine Namen und nix. Ich glaube, die habe ich mir einfach nur im Internet rausgesucht. Aber auch solche Sachen zeige ich hier gerne mal, auch wenn ich keine Namen habe. Wir sehen uns wieder irgendwann. Bis die Tage. Ich habe noch ein Wort gesucht, das sich darauf reimt, aber ich habe gerade nichts gefunden. Egal, tschüss einfach.